Ja, das ist das Intro. Und warum ist das das Intro? Wir haben es 0 Uhr 20 und ich muss morgen um 6 Uhr 20 aufstehen. Die Schule geht los. Ihr seid beim Schulblock angelangt. Heute ist Montag. Die Schule geht für mich wieder los. Ich bin super hyped. Ich will gar nicht drum rumreden. Ja? Ihr werdet mich jetzt wieder, wie ihr es gewohnt seid. Und dafür lasst einen Daumen da. Geht kurz auf den Like-Button. Schön gemacht. Supi. Und jetzt hau ich in die Cam und ich bin morgen so verpennt. So unfassbar verpennt. Das glaubt ihr nicht. Das könnt wirklich, wollt ihr wirklich. Ehrlich aus raus. Wir sehen uns morgen um 6:20 Uhr. Heide. Kommt noch gar nicht klar. Das ist noch unfassbar. Jetzt hier heute um 6 Uhr, hast du nicht gesehen, auf der Matte zu stehen und jetzt zu wissen, ey Leute, es geht in die Schule. Ein gewisser Hype war da, aber der ist sowas von verflogen. Das ist unfassbar, wo der hingeflogen ist. Ich raff mich jetzt kurz. Ja, und dann geht's gleich los in die Schule, ne? Wie wir es alle gewohnt sind. Boah, mega müde. Digga, zu krass. Da muss ich halt auch ganz dringend was machen. Pack jetzt meine Schultasche. Ich weiß nicht genau, aber ich habe einen Block. Einen leider hier ein bisschen gecrackten Ordner. Und zwar hatte ich mich gerade schon gefragt, wenn ich jetzt noch einen Kugelschreiber finde, das wäre Premium. Einfach einen geilen Stift. Aber danach sieht es mir hier leider nicht aus. Da bin ich ganz ehrlich. Übrigens, Freunde, falls ihr eine Zange für 3 Kohlen haben wollt, dann lasst ein Like da. So bereit war ich noch nie. Ich nehme heute nicht den Drahtesel, denn ich will das volle Feeling haben. Es ist komplett dunkel. Mir hat nicht eine Person Tschüss gesagt zu Hause. Und auch wobei es wird schon ein bisschen hell, ne? Dann ist jetzt, ich glaube, 7 Uhr glatt. Also mega nice Zeit eigentlich, um ein bisschen rauszugehen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns am Bahnhof oder an der Bahn wieder. Wenn es wieder heißt, RB25, inshallah kommst du, ne? So, wer von Ihnen hat denn zum Beispiel die Corona-App installiert? Ich nicht. Ja, was ist denn, wieso haben die anderen das nicht? Die stehen da. So, was machen die denn jetzt, solche Bergleute? Insolvenz. Was denn? Bei der Theoriefahrt hat es auf jeden Fall gehapert. Ja, das merkt man. Weiß es sich vielleicht. Was ist der Durchschnitt? Ja, der Durchschnitt ist im Viererbereich. Vierer? Oh, was ist das für ein Lass? Das ist ja richtig gut. Was hast du? Eine 6. Eine 6. Na, scheiße. Ach du Scheiße. Boah, drei. Drei Minus. Also das ist nicht die Note. Ich weiß nicht. 4, 4, 4. Drei Minus. Ich hab nicht viel. Nice. So Leute, ersten Schultag mäßig überstanden. Ich muss sagen, ich bin zufrieden mit meiner heutigen Leistung. Ich habe jetzt noch meinem Brüderchen was zum Geburtstag gekauft. Der Junge wird morgen 20 Jahre. Und 20 Jahre ist ein Alter, Leute. Da muss man mal aus sich rauskommen. Ich verdiene ja einen Haufen Geld. Nee, ich bin sehr zufrieden mit dem Schultag. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal, was ich hier heute gezogen habe, weil das kann ich eh schon zeigen. Das Video kommt danach online. Und ja, jetzt gehe ich Heute wieder ganz, ganz ehrenlos essen hier. Also es ist ein super Platz hier, ne? Ich feiere es hier mega. Wartet. Boah, ist das lecker. So Leute,
ist noch ein schönes Wassereis gezogen. Ich spüre Wassereis Waldmeister. Mega geil. Es war echt kalt draußen, aber ich habe so Bock auf Wassereis. Wurde auch ein bisschen abgetogen. Musst du aufpassen. Ich habe 30 Cent bezahlt. Kriegt ihr für 10 bis 20 Cent, ne? Ganz klar. So, Freunde, ich bin jetzt endlich wieder zu Hause. Ich bin auch frisch geduscht einigermaßen und weiß auch nicht, was mit meinen Haaren los ist. Ich bin gerade in einer kleinen Selbstfindungsphase, wo ich nicht genau weiß, ey, wo möchte ich mit meinen Haaren hin? Schreibt es in die Kommentare. Und der Vlog ist noch nicht zu Ende. Schultag ist zu Ende, aber jetzt gibt es ein kleines Fashion-Pack-Opening, ne? Ich bin ja ein bisschen weg von diesen ganzen Fashion-Gedöns, ne? Aber ich habe hier mir was lumpen lassen von Louis Vuitton. Ich habe es schon kurz im Video angeteased. Ist für meinen Bruder. Mein Bruder hat heute Geburtstag, beziehungsweise morgen Geburtstag. Deswegen, ey, falls ihr korrekt seid, ne? Ey, schreibt meinem Bruder bei Insta in der DM. Ich verlinke meinen Bruder mal unten. Der wird sich riesig über ein paar Glückwünsche freuen. Und ganz vergessen, wir haben hier noch ein Misbehave-Paket, wo ich mir nämlich was bestellt hatte. Das machen wir auch mal fix auf. Ich muss sagen, eigentlich wollte ich das im Stream auch machen. Aber das war es dann wohl wieder mit dem Stream. Nee, ich streame natürlich trotzdem, Freunde, falls ihr das nicht wusstet. Ich streame fast täglich, wenn ich mich nicht täusche, auf Twitch. Na, das heißt, solltet ihr da noch nie dabei gewesen sein, dann, ja, dann schämt euch einerseits und kommt ran an den Lachs. Ich krieg's leider nicht auf, Leute, deswegen lassen wir das mit Spaß. Ach, du Scheiße. Ja, okay. Scheiß auf. Okay, das Ding wird jetzt eh behalten, jetzt eh vorbei. Aber wie hätte ich es denn anders aufmachen sollen? Ja, jetzt vorbei. Bestellst du für 250 Euro einen scheiß Pullover, Alter? So, Freunde, wir haben jetzt ein schönes Misbehave. Film ich überhaupt? Boah, das, da wäre ich jetzt raus, ne? Hätte ich jetzt nicht gefilmt, ich hätte es niemals neu gedreht. Niemals. Komm, jetzt mal am Gang runterfahren. Wir machen den ganzen Lachs auf. Und das sieht schon mal echt cool aus. Das sieht schon mal geil aus. Also die Farben sind genauso wie auf den Bildern. Da hat nämlich ein bisschen Schiss, dass die auf den Bildern ein bisschen geiler aussehen. Ich mache den ganzen Dübel mal auch wieder scheiße angepackt. Direkt auf. Wir checken das mal qualitativ ab. Oh. Qualitativ macht das einen guten Eindruck. Der Print auch akzeptabel. Oh, hä, was ist das denn? Das ist ja Iced Out. Hammerteil, Leute. Checkt das ab. Hat wirklich einen perfekten Fit. Hat mega die nice Farben. Komm mal wieder ran. Wisst ihr, wie ich meine? Ne? Also wirklich schöner Hoodie. Ich bin echt positiv überrascht. Freunde, wir machen direkt weiter. Und zwar habe ich, wie gesagt, was für meinen Bruder geholt. Zu seinem Geburtstag. Mein Bruder wird 20 Jahre alt. Und ich habe meinen Bruder natürlich lieb, ne, mein Bruder, denn mein Bruder ist so ein bisschen, ich sag mal, schlampig, was so Sachen, ich verliere mein Portemonnaie, es kamen schon zweimal hier Leute aus dem Dorf, die sein Portemonnaie gefunden haben, deswegen habe ich mich nicht lumpen lassen und habe gedacht, ey komm, du kaufst ihn jetzt mal ein schönes Kartenetui, dass der das auch nicht verliert, weil wenn er es verliert, ist er nämlich am Arsch, ne. Ne, und das ist auch schon echt sehr, sehr nice verpackt, da gehen auf jeden Fall Grüße und Kuss raus an den Louis Vuitton Store in Cologne. So, Freunde, wir machen das auf und da halten wir das Ding. Ganz simpel, ne? Also wirklich ganz, ganz simples Ding. Ist jetzt irgendwie nichts mega heftiges. Ist jetzt keine Double Bag. Und auch etwas schlicht. Ihr seht, da ist jetzt kein LV-Monogramm drauf. Ich kann euch ja eben mal mein Portemonnaie zeigen. Ne? Dadurch, dass mit diesen LV. Deswegen, weil das ist immer noch ein bisschen mein Problem, Mika, wenn du das gerade auch siehst, ne? Ey, wir können das Ding jederzeit umtauschen. Und auch ein anderes Etui auswählen, ne? Was zum Beispiel ist wie meins, wo auch LV draufsteht. Nur ich wusste nicht, Mika, also mein Bruder, ist eigentlich so ein bisschen eher der schlichtere Typ, weswegen ich mich dann für sowas entschieden habe. Ne? Ich kann auch sein, dass es wirklich extremst dahin losgeht und er sieht das andere und denkt sich, ey, du kleiner, ne, was soll denn das jetzt? Freunde, das soll es soweit mit dem Vlog hier gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses Video extremst gut gefallen. Ihr lasst einen netten. Und ich hoffe, ihr seid auch trotzdem noch am Donnerstag bei dem nächsten Schulvlog am Start. Kriegen wir wieder eine wir kriegen natürlich wieder eine nach der anderen Klausur wieder und es wird wieder aggressiv krass. Lasst ein Abo da, Freunde. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.